Okay, damit geht's auch weiter mit Monster Hunter World. Ich habe mir gedacht, ich lasse das auch gleich mal. Die schalten wir gleich so rüber. So, und tut mir leid, heute irgendwie ein kleiner Frosch im Hals. Und ja, wir machen jetzt dann gleich weiter. Ich habe wieder wie alles schon vorbereitet. Sollte eigentlich auch soweit passen, dass ich das gleich in den Chat hauen kann. Okay, es gibt auf jeden Fall auch Berichte über Goldspuren. Obwohl Kulve gerade nämlich da ist, gibt es Berichte über Goldspuren. Die kann ich scheinbar auch so finden, wurde mir gesagt. Ja, wie man sieht, ist es auch kein Fest. Das Ganze war echt ein bisschen blöd angesagt. Da stand nämlich, dass es neue Events gibt für Monster Hunter World. Die sind aber erst ab nächste Woche verfügbar. Das heißt, erst ab nächste Woche machen wir hier Party. Jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen farmen gehen und sonst irgendwas machen. Vielleicht so ein paar Nebensachen. Mal schauen. Ich habe mir genau im richtigen Moment gedacht, dass ich mal mit den seltenen Tieren aufhören sollte, ja. Aber ja, mal schauen, wie wir es da so machen, aber ab nächste Woche ist dann auf jeden Fall das große Fest und da werden wir hier oben auf jeden Fall nochmal hochkommen. Es sagt jetzt, es sei in 1 bis 2 Wochen, ah, okay, gut, das macht dann schon mehr Sinn. So, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Und ja, was ich ganz gerne heute machen würde, ist auf jeden Fall den Valhalla Sarg nochmal erledigen. Damit ich die Drachenwaffe da bekomme. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was es denn noch so alles gibt. Wir können auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen erledigen, die noch so offen sind. Damit wir das dann halt alles haben. Aber ja, ansonsten weiß ich so gar nicht, was man da so genau macht. Ich muss PS4 gerade neu starten. Oh ja, Valhalla Sarg. Ja, also wie gesagt, ich denke, Valhalla Sarg machen wir heute auf jeden Fall mal. Ein bisschen. Ja, mit dem fangen wir auch gleich an. Dann kann ich danach gucken, was ich brauche. Aber ich brauche auf jeden Fall viel von ihm. Das ist ja das. Deswegen, da gehen wir auch ins untere Lager. Und ja, Farm Equip, genau. Also einfach alles, was ihr so habt. Das wird heute noch nicht so relevant sein. Da werden wir einfach auch bloß nochmal die Waffen ein bisschen aufbessern. Vielleicht gucke ich mal, was die Endboss-Rüstung für Werte hat. Kleiner Hinweis, die Reißzähne von Wahl sind ziemlich selten. Ja, die braucht man wahrscheinlich ziemlich häufig, ne? Gehe ich mal stark davon aus. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Sind wir hoffentlich bereit. Mal schauen, wie das so laufen wird. Das kann halt auch extrem fies werden, wenn er uns die Reißzähne nicht gibt. Wir werden sehen. Viel Erfolg, Dankeschön. So, auf geht's. Und hallöchen Marcel. Schön, dass du in der Halle bist. So, lass uns den Bloodborne-Boss machen, ja. Das ist auch noch so eine Sache. Stimmt, ja, Bloodborne ist auch noch offen. Als noch so, wo wir es vorhin von Projekten hatten, die wir gerne spielen sollen. Bloodborne ist ja auch noch offen. Definitiv. Muss ich noch machen. Wahlreißzähne sind an und für sich nicht selten. Man bekommt halt im Normalfall nur eine pro Quest beim Zerstören des Kiefers. Ja, okay. Also bekommst du sie häufig, aber halt bloß einen davon. Oder du brauchst halt sehr viele, das ist das. Na, mal schauen. Ich hab's verstanden. Wieso geht ihr alle da runter? Was ist da unten Schönes? Ist da irgendwas? Oh, ja, ein Valhalla Sarg. Was zur Hölle? Was macht er da hinten? Ah, Gott. Okay. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder ein bisschen an ihn gewöhnen. Und das heißt, nicht sofort im Miasma stehen und draufgehen. So, guten Abend, Dragonhunt. Schön, dass du dabei bist. Willkommen im... willkommen im Stream und Chat. Was geht euch allen gut? Ja, auf jeden Fall. Also mir zumindest. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber mir geht's zumindest ganz gut. Ach, verdammt. Jetzt bin ich wieder alles komplett andersrum gewöhnt. Ah, es ist echt nicht so gut, wenn man da zwei verschiedene Spiele spielt. So, aber ich denke, ich komme schnell wieder rein. Ich hoffe es zumindest. Okay, du bist drauf? Ja, okay. Nice. Nein! Ach. Schon ist es passiert. Der kommt ja immer angelatscht. Ah ja. Wusste ich jetzt auch nicht.
Wo sind meine Dasemann-Nullbären? Naja. Ja, da wäre jetzt halt die Walhazak-Rüstung super. Aber passt schon. So. Auf ins Gesicht. Oh, Untersuchung. Oh, fallende Felsen. Das wusste ich auch gar nicht, dass es die hier gibt. Krass. Da gibt es eine Untersuchung für Walhazak. Nicht, oder? Ja, ich habe ihn erst einmal gemacht, genau. Ja, stimmt, klar. Da hatte er die Cutscene. Da kann er gar nicht von dort kommen. Ist richtig. Aber gibt's Drachenältestenuntersuchungen? Weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich jetzt auch überfragt, weil die Untersuchung kann natürlich jetzt auch von irgendeinem kleinen fliegenden Vieh gewesen sein. Fast jeder Drachenältester hat eine Untersuchung. Oh, okay. Eine ist nicht viel. Okay, Miasma ist wieder da. Für jeden Drachen ist es eine Untersuchung, außer Final Boss und Zora. Ja, okay, gut. Das macht natürlich Sinn. Dass sie nicht unbedingt eine Untersuchung haben. Okay, weil dann könnte man die ja theoretisch auch machen. Ich weiß nicht, ob es da auch die Möglichkeit gibt, dass Reißzähne dann in der Belohnung sein können. Ich hasse diesen Effekt. Muss halt echt vorsichtig sein. Okay, auch gehärtete Sachen halt aus einer Suchung. Okay. So. Falsche Taste gedrückt. Das war doof. Es ist vielleicht nicht so gut, direkt nach Dauntless dann gleich Monster Hunter World zu spielen. Nicht die beste Idee, die ich je hatte. Na gut. Bin, glaube ich, bei den Reißzähnen nichts. Ah ja, okay. Das ist dann so eine besondere Sache, die halt wirklich bloß vom Brechen des Teils kommt. Ja gut, macht irgendwo Sinn. Na gut. Dann können wir auch die Quest einfach mal wieder machen. Also man kann es halt schon, man könnte es schon machen. Aber bringt dann wahrscheinlich nichts. So. Sollte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen auf Stärke gehen. Da mag ich dann sogar zumindest leben. Von Gem nie verkehrt, ja, okay. So, na also. Dann versuchen wir erstmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Dann passt das schon. Doch, bringt das. Hab zwei Stück in einem Slot bekommen, ohne das Gesicht zu brechen. Okay. Ja gut, im Slot heißt ja, dass du das einfach bloß dazu bekommst. Okay, also bringt vielleicht doch was. Keine Ahnung. Also man kann es ja mal machen. Wenn jemand gerade eine... eine Untersuchung hast, dann können wir die ja gerne machen. So, da kommt der Laser. Da kann ich aber gerade bloß auf seine Brust gehen. Aber viel mehr erreiche ich da gerade eben gar nicht. Ist natürlich ein bisschen doof. Wir sind in zwei Slots, ein pro Stück. Ja, okay. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja auch ganz praktisch. Wenn es dann wirklich auch schneller geht. Schnell mal nachschärfen. Geh dann kurz runter und melde sie an. Ja, ja. Alles gut. Da haut er schon wieder den Laser raus. Das ist halt... Am gewissen Zeitpunkt ist halt echt krass. Wie er die ganze Zeit eigentlich bloß rumlasert und danach macht er bloß immer wieder dieses Aufladen. Klingt definitiv was, okay. Zumindest hat es ja bei mir so gemacht. War es aber schon ziemlich Glück. Ja gut, wenn wir den zwei, dreimal machen, dann kann sich da was... Meine Güte! Also das ist gut, okay, da hätte ich auch wieder hechten können, aber das war... Das war ja echt schlimm. Ah, es läuft ja gerade gar nicht.
Das ist echt heftig. Eigentlich sollte ich wieder essen können, oder? Schauen wir mal. Dann hilft das vielleicht. Ah, es ist ja gerade echt furchtbar. Kann ich wieder? Nicht mal essen kann ich. Na, großartig. Gehen wir so wieder rein und muss ich einfach deutlich mehr aufpassen. 2 Silber, 2 Gold. Oh wow, das hört sich gut an. So, jetzt einfach ganz vorsichtig sein und dann passt das. Ist ja echt schlimm. Halte ich auch gleich mal meine Tränke vor. Wo sind denn meine Tränke wieder? Da hinten. Das ist doch immer genau in die falsche Richtung Blätter, ne? Das ist aber auch immer so in In-World. Okay, jetzt kommt das schon. Zumindest so teilweise. Nur 15 Minuten, das scheitert, wenn zweimal ohnmächtig war. Ja gut, ich versuche dann auf jeden Fall das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger zu agieren, das ist klar. Und ja, 15 Minuten kann natürlich eng werden. Mal schauen. Man kann es ja mal probieren. Ja, wie gesagt, 15 Minuten ist halt eine gewisse enge Zeit. So, komm schon. Wobei, eigentlich bringt es gar nichts, von hier aus das zu versuchen. Ja, vor allem, wenn schon jemand drauf ist. Toll. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Muss ich eigentlich auch wieder einen Megatrank nehmen. Oh! Alte Goldsplitter. Würde ich mal sagen, nehme ich mit. Nehme ich an einen 40-jährigen Bericht mit genau solchen Spuren. Das müsste... Na toll. Müssen wir dem Admiral erzählen? Ich glaube schon. Ich denke, dafür haben wir, jetzt die Quest für Kulve freigeschalten. So hieß es ja zumindest. Dass wir die Quest dadurch dann freischalten können. Mal schauen. Mal schauen, was da dann gleich kommt. Wäre natürlich schön, wenn wir das dann gleich hätten. Wir werden sehen. Da ist ein bisschen Material von ihm. Eine Schuppe, okay. Steht in Form Haupthörer, der Admiral. Okay. Ja, können wir nach der Quest dann gleich mal mit ihm sprechen. Okay. Bekämpfen wir ihn weiterhin. Und gehen am besten auch nicht mehr drauf. Das wäre auch eine ganz gute Sache. Okay, dann zieht er die Lebenskraft von den ganzen Viechern. Das ist jetzt eher weniger toll. Bricht es leider nicht zusammen danach. Komm schon. Schnell weg. Ich will halt auch nicht mehr unbedingt das, den Miasma-Effekt abbekommen. Oh Gott, was war das denn? Rennt zuerst in die eine Richtung, um dann in die andere zu rennen. Okay. Das Beste, was ich habe, ist Walhasak ohne Einschränkung mit 3x Silber. Ich weiß nicht, ob man dafür Gold braucht. Ich meine, die 15 Minuten können halt schon echt knapp werden. Das ist halt das. Na, wobei, er humpelt gerade eben schon. Aber haben wir seinen Kiefer zerstört? Weiß ich. Ich denke, er hat gehumpelt. Wir können es ja so ein bisschen abwechselnd machen, oder? Zumindest einmal die Quest von Marcel und dann vielleicht deine Quest, Seraph's Light. Je nachdem. Gold ist halt besser als Silber. Ja, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich meine, wenn wir an sich bloß Reißzähne bräuchten, dann wäre es natürlich blöd, wenn wir dadurch dann eine größere Chance auf Edelsteine hätten. Sage ich jetzt mal. Der ist noch nicht zerstört, okay. Das ist natürlich doof. Komme aber auch nicht wirklich ran. Nee, ich komme gerade halt wirklich nicht ran. Da gerade eben. Heute erhöht die Chance auf Edelsteine Silber nicht. Ja, ja, deswegen. Deswegen meine ich ja. Du hast dann halt mehr anderes Zeug, das da damit reinspielt. Wobei, bei Silber hast du dann wahrscheinlich mehr Kleinkram.
Was denn, gibt es auch Silber. Bei Gold können die Wahrscheinlichkeit höher sein. Okay. Eine, hä? Ja, wie gesagt, man kann... Wir können ja mal beides machen. Meine Güte. Weil ja, das ist... Selbst wenn ich nicht zweimal drauf gehe, 15 Minuten werden halt schon echt verdammt knapp. Da müssen wir uns dann echt ranhalten. Vor allem, wenn das Biest sonst, irgendwo durch die Gegend rennt. Okay. Was er immer da gemacht hat. Ach so, da ist Nodegaren, deswegen. Jetzt verstehe ich das. Der Lebenskraftmantel kann wieder benutzt werden, das ist sehr schön. Will ich jetzt ganz gerne auch tun. Perfekt. Nodegaren wird Nordwald verlassen, ja. So wie der Walhazak da drauf hat, bestimmt. So. Achso, das Odogaren-Material, das wollte ich nicht. Das ist Stein. Hä? Da ist er. Na, nochmal eine Schuppe, okay. So, los ins Gesicht. Meine Güte. Odogaren hat den Ort verlassen. Der arme. Rip Odogaren. Ey, aua. Okay. Damit haben wir ihn erledigt. Ich gehe mal zur Basis zurück. Damit wir dann gleich die Quest annehmen können für die Kulve. Kann man den Reis dann auch ausschneiden? Wahrscheinlich nicht. Hast du den Revierkampf gesehen? Nicht wirklich, nee. Oh, eine Kralle. Naja. Hatte ich auch noch nicht. Flügel auch noch nicht. Okay. Hab ich jetzt leider nicht wirklich gesehen. Vielleicht hatte ich ihn auf der Kamera drauf, aber... Oh, ein Reißzahn. Okay. Also man kann es ja auch ausschneiden. Mit ganz viel Glück scheinbar. Nice. Sehr schön. Also wie gesagt, vielleicht habe ich ihn an sich auf der Kamera gehabt, aber so aktiv gesehen habe ich ihn jetzt nicht. Tut mir leid. Das nächste Mal achte ich mehr drauf. Aber okay, man kann auf jeden Fall auch Reißzähne rausschneiden. 12% bei Silber und 15% bei Gold, okay. Ja gut. Dann schauen wir da mal. So, ich glaube, da ist entweder das ist eine Kralle oder auch nochmal ein Reißzahn. Ah, nochmal eine Kralle, okay. Aber hey, wenigstens einen Reißzahn haben wir bekommen. Das ist ja auch schon mal gar nicht schlecht. Miaus da. Hm, nicht ganz das. Das ist deine Quest mehr Risiko, aber höhere Chance, ja. Hm. Schwierige Entscheidung. Definitiv schwierige Entscheidung. Ich meine, wir haben es gerade eben, jetzt habe ich nicht drauf geguckt, wie viel Zeit das war. Wir haben es ja eigentlich gerade eben auch in 15 Minuten geschafft. Und das, obwohl ich nicht wirklich mitgeholfen habe, sage ich mal, und zweimal draufgegangen bin. Also von dem her, ich würde mal sagen, wir riskieren es mal und benutzen die, nehmen die Quest von Marcel. Das kann schon funktionieren. So, ach, da steht er. Wie gesagt, dann nehmen wir die Quest doch. Wobei, wenn die Quest eigentlich eh dann schon da ist. Ach, wobei, wir können sie auch jetzt annehmen, meine Güte. Oh, und wen haben wir denn da? Nicht zu spät. Ich mag pünktliche Jäger. Ich habe bekannte Monsterinfos mit dir zu teilen. Hm, siehst du jemand aus, der genau weiß, wovon ich rede? Ja, ja doch. Du weißt vielleicht noch nicht, was du gefunden hast, aber das ist, sind echte Neuigkeiten. Der Rest der Ersten wird das mit Sicherheit hören wollen. Also bring deinen Abtonov großen Hintern in Bewegung. Du kommst mit mir. Oh Gott. Wo gehen wir hin? Was passiert hier? Okay. Ich wusste natürlich nicht, dass es da jetzt irgendwie noch eine größere Katze ihn gibt. Okay. Und Hallöchen, Melon. Schön, dass du dabei bist. Oha. Okay, Jungs und Mädels. Zuhören. Es gibt Neuigkeiten. Scheint, als wäre unser alte bekanntes Goldlöckchen wieder da. Was? Okay. Erstaunlich. Wie lange ist das wohl her? Das war kurz, nachdem wir in die neue Welt gekommen sind. Sie ist uns entkommen. Kalf Taroth oder die Muttergöttin des Goldes. Das hat einen besonderen Klang, nicht wahr? Ha! Obwohl wir die Anwesenheit in der neuen Welt bestätigen konnten, haben wir nie viel über sie herausfinden können. Wir hatten einfach nie genügend Personal, um eine richtige Untersuchung durchzuführen. Mal sehen. Die Kalf Taroth ist ein interessantes Mädel. Sie kann mit ihrem Körper alle möglichen metallischen Substanzen anziehen.
Wir haben herauszufinden versucht, was das verursacht und wo sich ihr Nest befindet. Mhm. Da nur die erste Flotte da war, waren unsere Bemühungen erfolglos. Das muss man sich mal vorstellen. So ein großes und leuchtendes Monster verschwindet einfach. Das hat mich schon immer gewurmt. Aber wir hatten einfach nicht die Ressourcen, um ihr zu verfolgen. Aber dank der fünften hier haben wir endlich genügend Leute, um es noch einmal zu versuchen. Das stimmt. Allerdings ist es verwirrend, dass die Kalfteroth so plötzlich wieder aufgetaucht ist. Ich vermute, dass mit dem Effekt des Zoramactors auf dem ewigen Strom und der Energie und dem energiesammelnden Xenogiva die neue Welt in der aktivsten Phase ihrer Geschichte ist. Das ist vielleicht das einzige Mal, dass die Kalfteroth aus ihrem Versteck kommt. Wie man sieht, ist es das dritte oder vierte Mal, aber okay. Verstehe. Und deshalb müssen wir das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Versammelt die Fünfte und trefft euch auf der Himmelstürmerin. Hör zu. Wir haben nicht viele Infos, aber wir wissen, dass die Kalfteroth in eine Art Mantel aus metallischem Material gehüllt ist. Eine Fundgrube sozusagen, die mehrere Untersuchungen erforderlich machen wird. Und wir wissen alle, dass die Gelehrten Proben haben wollen. Hör mir zu. Besonders von dem wichtigsten Teil der Kalfteroth, des Kalfteroth-Puzzles, ihre Hörner. Die haben oberste Priorität, verstanden? Die zweite wird sich sofort zum ausgewiesenen Gebiet aufmachen, um die Kanonen vorzubereiten. Erste Flotte. Wir haben beobachten können, wie unsere Zahl über die Jahre gesunken ist. Aber unsere Zeit ist endlich gekommen. Okay, zurück zur Arbeit. An alle, geht zur Himmelstürmerin, sobald ihr bereit seid. Die Zeit ist gekommen, um Monster zu jagen. Okay, wow, das war eine komplette Geschichte steckt dahinter. Jetzt hat der vivianische Jäger den Endboss-Namen gespoilert, ja. Wie kann er nur? Ja, ja, klar, ich bin ja auch durch. Du bekommst die Quest ja auch erst, wenn du durch bist. Das ist ja das. Aber für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, tut mir leid. Koordinierte Untersuchung. Die Kalfteroth-Belagerung ist eine spezielle Quest, bei der du dich mit anderen Jägern auf der Himmelstürmerin verbündest. Rede mit dem Städtenmädel, um der Kalfteroth-Belagerung beizutreten. Besondere Belohnungen können von der metallischen Rüstung der Kalfteroth erhalten werden. Je mehr Fortschritt deine Untersuchung macht, desto besser und zahlreicher fallen die Belohnungen aus. Die Kalfteroth-Belagerung ist auf der Himmelstürmerin nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Spieler können einer angefangenen Belagerung beitreten. Notleuchtfeuerzeichen können jedoch nicht benutzt werden. Okay. Sehr, sehr schön. Und ja, damit bin ich wieder hier oben. Okay.